Wenn andere ständig unzufrieden mit dir sind und dich ständig vielleicht auch kritisieren, dann kann dieses Video sehr hilfreich sein. Wir gucken uns aus einer nicht spirituellen, aus einer psychologischen Sicht an, was du tun kannst, um diesen Zyklus, dass andere dich ständig angreifen, kritisieren, ständig unzufrieden sind, wie du den unterbrechen kannst. Zuallererst, wenn wir uns anschauen, dass dieses Leben oft ein Spiegel ist für unser Innerstes, was in uns vielleicht verwundet ist, dann zeigt es sich im Außen. Das heißt, die Stimme unserer Eltern, wie sie mit uns umgegangen sind, als wir klein waren, ist ein Blueprint dafür, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir uns selbst sehen. Als kleine Kinder, wenn wir ständig kritisiert werden von unseren Eltern, was bist du so blöd, was lässt du es fallen, du bist dafür zu klein, du bist dafür noch nicht zu dumm, nicht schlau genug, was auch immer. Was machen Kinder, wenn kleine Kinder, wenn die so etwas von ihren Eltern hören? Kinder brauchen ihre Eltern. Die sind abhängig von ihr und kleine Kinder wissen das. Das heißt, sie fangen an, all das, was die Eltern zu sagen, zu internalisieren, also das für die innere Wahrheit zu nehmen und versuchen, die Bindung zu halten den Eltern gegenüber. Das heißt, dass sie die Eltern trotzdem weiterhin lieben und brauchen und sich zurücknehmen und denken, okay, dann muss ich anscheinend wirklich dumm sein, wenn die Eltern das ja immer wieder sagen. Und das Problem ist, man fällt in einen Zyklus rein, wenn Eltern ständig wiederholen, oder ständig kritisieren, ist das Kind das so gewohnt, dass es später auch in der Schule kritisiert wird oder von Freunden kritisiert wird und dann den Glaubenssatz entwickelt, da muss ja wirklich was nicht mit mir stimmen. Also irgendwas muss mit mir sein. Jedes Kind kommt intelligent auf die Welt. Also niemand kommt dumm auf die Welt. Man wird dumm gemacht. Und was heißt, man wird dumm gemacht, wenn man das glaubt, wenn man in der Kindheit, also in der Kindheit als fünfjähriges Kind kannst du es nicht hinterfragen. Ja, bist du noch nicht so weit, um zu verstehen, dass die Eltern gerade komplett falsch liegen, dass die vielleicht depressiv sind, dass sie vielleicht ihre eigenen Probleme haben und dass das alles, was gerade passiert, nicht wirklich was mit dir zu tun hat. Ein kleines Kind lässt einfach mal ein Glas fallen oder macht einfach mal Fehler, genauso wie wir Erwachsenen. Wenn es aber ständig gespiegelt bekommt, dass es daran liegt, weil es selbst schuld ist, dann fängt das Kind es irgendwann an zu glauben. Und wenn es älter ist, zieht es Menschen an, die einen selber kritisieren und die ganze Zeit unzufrieden sind. Und da gilt es jetzt, kurz Stopp zu machen und in sich mal reinzuhören. Wie rede ich mit mir selbst wirklich? Kritisiere ich mich selber ständig? Um die Bindung zu den Eltern aufrechthalten zu können, fängt das Kind an, sich selbst abzulehnen und das zu glauben, was die Erwachsenen gerade sagen. Und wenn man dann erwachsen ist, zieht man als Spiegel des Inneren natürlich Menschen an, die einen kritisieren. Die Lösung wäre jetzt, dein inneres Kind begleiten. Was würde dein fünfjähriges Ich brauchen, als es kritisiert wurde? Was würdest du ihm sagen? Und dich da jetzt liebevoll zu begleiten, du hast Fehler, wie jeder auch, aber nicht so, dass du ständig dafür kritisiert werden musst. Das wäre eine sehr wichtige Aufgabe für Menschen, die ständig kritisiert werden. Zu schauen, mein inneres Kind, ich selber, meine innere Stimme, wie ist sie und wie kann ich mich selbst liebevoll begleiten und vor allen Dingen, um die Wunde aus der Kindheit zu heilen, ständig kritisiert worden zu sein, von erwachsenen Menschen, die vielleicht gerade nicht mit sich selbst zufrieden waren, was kann ich meinem inneren Kind jetzt geben? Und das innere Kind, also jetzt zum Beispiel, wenn ich davon ausgehe, es wäre mir passiert, würde ich jetzt denken, mein inneres Kind braucht jemanden, den es umarmt, jemand, bei dem es sich sicher fühlt, jemand, der erklärt, dass es völlig normal ist, dass es Fehler gemacht hat. Fehler hört sich jetzt auch wieder so an, du hast einen Fehler gemacht. Aber dass es zum Alltag dazugehört, dass man Dinge noch nicht kann, dass man Dinge kaputt macht, dass man ja einfach Fehler in Anführungsstrichen macht, die für die Erwachsenen ganz schlimm aussehen. Aber dass das zum Wachstum dazugehört und dass erfolgreiche Menschen, die erfolgreich Firmen führen und so weiter, ganz viele Fehler machen. Ganz viele Fehler. Niemand, den du ganz weit vorne siehst, ist da hingekommen ohne einen einzigen Fehler. Das ist das Mindset der Armen, dass man denkt, ich darf keine Fehler machen. Und das Mindset der Menschen, die wirklich weiter sind, wissen, ich muss Fehler machen, um weiterzukommen. Das gehört zum Leben dazu und niemand da draußen hat mich zu kritisieren, wenn ich Fehler mache, weil ich möchte ja lernen.
Also es geht wirklich darum, vorrangig dein inneres Kind zu begleiten, ganz liebevoll in dich reinzuhören und dich zu entspannen und dir vorzustellen, wie du dein inneres Kind auf den Schoß nimmst und liebevoll zu diesem Kind bist, das total verängstigt ist, verzweifelt ist und an sich selber zweifelt, dass du ihm zeigst und spiegelst, dass es gar nicht zu zweifeln braucht, weil du jetzt da bist und dass dieses Kind wundervoll, einzigartig ist und richtig so, wie es ist. Und schauen, die Menschen, die dich kritisiert haben, waren das Vorbilder. Ja, also möchtest du so ein Leben führen wie diese Menschen? In der Regel ist es ein Nein. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Wenn du Begleitung brauchst, Wünsche hast, schreib es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten klick gerne auf meine Webseite, da gibt es mehr Informationen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis bald zu einem der nächsten Videos.